Im Norden Münsters, im Gewerbegebiet an der Kleinmannbrücke, kann man ein Haus finden, dessen Konzept so in Deutschland einzigartig ist. Hier haben 8 Selbstständige ein Kulturzentrum geschaffen, welches die Symbiose aus Ökologie und Musik in den Mittelpunkt rückt. Frank Oldengott ist von Beginn an mit dabei und wie der Großteil der Gründer hat er einen musikalischen Hintergrund. Ich arbeite hier im Haus als Chorleiter und Coach für Gesang und habe ganz konkret hier im Haus 2 Chöre, die ich betreue. Das Kulturquartier ist 2017 gegründet worden als freies Kulturzentrum in Münster. Es bietet einen Raum für Musik, Ökologie und Bewegung. Grundidee für das Haus war, dass wir ein ökologisches Haus bauen wollten. Und dann war sehr naheliegend, dass es ein Holzhaus werden sollte. Ein weiterer Aspekt war natürlich die Akustik. Also wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie die akustische Gestaltung ist und dass die Atmosphäre in dem Haus einfach sehr schön ist. Das Team, welches zu einem Großteil aus Musikern besteht, traf sich schon vor 10 Jahren in einem anderen öffentlichen Arbeitsraum. Als dieser Arbeitsraum gekündigt wurde, kam die Idee auf, gemeinsam ein Haus zu kaufen, um ein Projekt langfristig mitzugestalten und erhalten zu können. Dies wird dadurch gewährleistet, dass die Räume an andere Kulturschaffende vermietet werden. Einzigartig am Kulturquartier ist meiner Meinung nach auch, dass es komplett frei finanziert ist, ohne öffentliche Zuschüsse. Und das Haus sozusagen auf privaten Darlehen finanziert worden ist, die wir natürlich jetzt zurückzahlen müssen und die wir im Prinzip jetzt mit dem Betrieb einfach refinanzieren müssen. Durch diesen Ansatz erreicht das Kulturquartier Unabhängigkeit von Kulturetats. Rechtlich ist das Kulturquartier eine GmbH, aber Teil der Initiative Gemeinwohl. Der Finanzierungsansatz ist im öffentlichen Raum neuartig. Es wird kein Profit generiert, das erwirtschaftete Geld fließt direkt zurück in die Kulturarbeit und dient so dem Allgemeinwohl. Dadurch soll die Münsteraner Kulturszene gestärkt werden. Als 2 Aushängeschilder des Kulturprogramms des Quartiers gibt es 2 verschiedene Konzertreihen. Wir haben alle 2 Monate eine Quartierbühne und auf der präsentieren wir ganz viele junge Künstler und noch nicht so bekannte Künstler. Das Interessante ist, dass der Eintritt frei ist und dass es immer ein sehr abwechslungsreiches Programm ist. Darüber hinaus gibt es noch ein Programm, das nennt sich Reihe 41. Da werden dann schon bekanntere Künstler, etablierte Künstler präsentiert über alle Musiksparten hinweg. Im Kulturquartier ist auch ehrenamtliches Engagement gefragt und Mitgestaltung durch Externe durchaus gewünscht. Das Zentrum selbst ist auch immer im Prozess der Umgestaltung. Speziell am Kulturquartier ist auch, dass immer gebaut wird. Ob das der Garten ist, der regelmäßig Pflege braucht, oder ob das der Außenbereich ist, wo an der Bühne gebaut wird oder hier im Haus auch selber noch weiter gebaut wird. Es ist eigentlich eine permanente Baustelle. Thank you.